Hallo ihr Lieben, ich habe euch jetzt eine Neuanlegung mitgebracht. Und zwar geht es hier um eine Kundin von mir, die gerne wissen möchte, wie es mit ihrem Herzensmann momentan ausschaut. Also was er denkt, was er fühlt und wie eigentlich momentan die Situation mit ihm ist. Und zwar sehen wir dann schon, dass Gefühle auf jeden Fall da sind. Hier mit den Lilien sehen wir, dass auch die Frau schon an die Gefühle auch denkt. Also es sind hier wirklich Harmonie, es ist hier Sexualität. An das denkt sie und er natürlich auch. Also Gefühle sind schon mal auf jeden Fall da. Was mir hier an dieser Stelle nicht ganz so gut gefällt, ist, dass die weibliche Hauptperson hier wirklich die Beziehung zu ihm momentan nicht möchte. Man sieht hier auch, dass es hier Unklarheiten mit einem Ex geht, also gibt oder mit einer Ex von der männlichen Seite her. Mit diesem Ex gibt es hier auch finanzielle Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten stagnieren im Moment und das passiert mit Sicherheit. Also hier geht es vielleicht auch um die Sicherheit, die hier finanziell auch nicht so gegeben ist, dass hier wirklich die Unklarheiten auch auf dem finanziellen Bereich bei diesem Ex sehr groß hier gekennzeichnet sind. Man sieht hier auch, dass die Beziehung der beiden momentan krankt, dass hier einfach auch bedingt durch den Ex oder der Ex krankt es bei den beiden auch. Und die ganze Situation, die hier krankt im Moment, die verankert sich. Die beiden möchten zusammen sein, das sieht man hier auch. Es sind Gefühle da, aber aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten mit einer Ex, also mit der Ex von der männlichen Seite oder mit dem Ex, kann ja auch der Ex von der weiblichen Hauptperson sein, geht es hier wirklich in die Stagnation. Das ist so hier nicht in Ordnung. Das Ganze krankt hier auch wirklich mit dem Baum. Es krankt aber auch schon hier die Stagnation, also die Falschheit, was hier auch gekennzeichnet ist. Die feste Verankerung möchten die beiden schon, weil hier wirklich Gefühle da sind, von beider Seiten. Aber wie gesagt, durch die Probleme, die finanziellen Probleme, wollen die beiden nicht irgendwie zusammenfinden. Auch der Ex oder die Ex merkt ja auch, dass hier etwas im Busch ist und möchte nicht so recht, dass die Sicherheit hier wirklich in die Brüche geht. Also mit dem Baum krankt ja auch hier die Sicherheit. Vielleicht auch die finanzielle Sicherheit. Man sieht hier wirklich, dass finanzielle Probleme da sind und die finanziellen Probleme, die kranken ja Gott sei Dank auch schon. Es krankt auf einer Seite die Beziehung zwischen den beiden Hauptpersonen, aber es krankt auch hier die Arbeit. Jetzt vermute ich hier sehr stark von diesem Bild, dass es hier wirklich um den Ex oder die Ex geht, wo es die finanziellen Probleme momentan stagnieren. Auch die Arbeit, bei der Arbeit stagniert es im Moment. Da geht es auch nicht richtig voran, da krankt auch schon etwas. Es kann aber auch sein, dass bei der weiblichen Hauptperson oder bei der männlichen Hauptperson die Arbeit auch krankt. Nicht nur bei der Ex oder bei dem Ex krankt es, sondern auch bei einer der beiden Hauptpersonen krankt es finanziell. Aber man sieht auch hier, da der Anker auf dem Hausplatz 9 liegt, wird sich das Ganze wieder beruhigen. Also es ist wahrscheinlich eine kurzfristige Stagnation bei der Arbeit, aber das Ganze wird sich beruhigen. Also ich vermute, bis im Sommer, der Baum bedeutet ja auch vom Zeitaspekt her August, wird sich das Ganze hier wieder beruhigen. Und mit dem Ex sind die Schwierigkeiten auch finanziell langlebig, weil die Fische liegen hier auf dem Hausplatz 3, auf dem Hausplatz der Fische, der Hausplatz des Schiffs. Und Schiff bedeutet ja auch immer langsam. Es bedeutet auch abwarten, die Haltung. Also die finanziellen Probleme hier sind wirklich langfristig. Die Arbeit hier wird auch kranken, aber das löst sich auch wieder auf. Also mit der Arbeit scheint es dann nach einer Zeit super zu funktionieren. Aber die finanziellen Schwierigkeiten, die kommen immer wieder.
Es ist nur hier die Frage, warum diese finanziellen Schwierigkeiten immer wieder kommen. Kann man aber hier bei so einem kleinen Blatt eben nicht erkennen. Also wir schauen hier wirklich, wie die Gefühle momentan sind, wie die Ist-Situation ist. Und der Ausgangspunkt, also dass die Gefühle der beiden Hauptpersonen auch da sind, dass beide diese Beziehung auch wollen, ist hier nicht, braucht man nicht in Frage stellen. Aber die Beziehung bringt schon sehr viele Verwicklungen mit sich. Weil schon wie am Anfang gesagt, diese Unklarheiten mit dem Ex auch da sind. Und dann habe ich noch eine Karte der vom Liebesorakel gezogen und da haben wir Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Also hier geht es auch darum, dass man die romantischen Gefühle wieder zurückerobert. Anscheinend sind sie hier wirklich in die Stagnation gegangen und dass man wirklich wieder schaut, diese Verspieltheit auch wieder zurückzubekommen zwischen den beiden Hauptpersonen. Da spielt der Ex jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Es geht hier wirklich darum, den Ex oder die Ex Ex sein zu lassen, aber offensichtlich kann man das hier in dieser Konstellation nicht. Offensichtlich bringen die finanziellen Probleme und die Probleme, die hier stagnieren vom Ex, auch in die jetzige Beziehung oder in die jetzige Konstellation der beiden spielt es eine Rolle. Und das soll man hier auch nicht mehr so zulassen. Das Ganze wird wirklich bis im Sommer, also bis August, so bleiben. Aber man sollte hier wirklich, oder die beiden Hauptpersonen sollen hier wirklich die Ex-Geschichte Ex-Geschichte sein lassen. Und auch die Probleme vom Ex nicht mehr zu nah an sich rankommen zu lassen. Das ist hier in diesem Blatt wirklich sehr wichtig, dass man das hier auch berücksichtigt. Ansonsten sieht man wirklich, dass die Gefühle der beiden wirklich stabil sind. Aber wahrscheinlich lässt man sich vom Ex, ist man da vielleicht auch finanziell mit dem Ex in einer Konstellation drinnen, wo man nicht so leicht herauskommt. Und weil es hier auch Probleme mit der Arbeit gibt, vielleicht auch aufgrund der Probleme, möchte man sich vielleicht mit der Liebe im Moment oder möchte sich der Herzensmann jetzt in dem Moment nicht mit der Liebe beschäftigen, weil er momentan wirklich Probleme mit der Arbeit hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, also mehr könnte ich zu diesem Blatt nicht sagen, wie dass die Gefühle da sind, dass es Probleme auch gibt mit einem Ex, eben mit Geld, auch hier die Arbeit scheint nicht ganz so zu funktionieren und mehr kann man aus so einem kleinen Blatt eben noch nicht feststellen. Also das ist jetzt wirklich momentan nur die Ist-Situation. Und um da wirklich mehr erfahren zu können, sollte man wirklich ein großes Blatt auslegen, da sieht man dann auch, wie die weitere Tendenz ist. Ich wollte euch mit diesem Video wirklich einmal nur zeigen, wie ich mit dem 9er Blatt arbeite, was ich in diesem 9er Blatt sehe. Und vielleicht möchtest auch du so eine kurze Legung von mir, dann kontaktiere mich einfach unter der Mailadresse kartenlegerin-anjaverena@gmx.at. Tschüss!